Hallo und herzlich willkommen zurück bei Surviving Mars. So, wir haben alle Raumschiffe weg, aber ich habe entdeckt, wir machen Minusstrom. Das heißt, wir schauen jetzt erstmal, ich habe noch drei Stirling-Generatoren. Ich würde sagen, ich lege diese mal hierher. Warum? Immer wieder müssen auch Kabel repariert werden. Im Moment ist es so, dass wir alles da drüben hängen haben. Sollte da also mal was ausfallen, haben wir keinen Strom. Das könnte ziemlich peinlich enden, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich es jetzt so. So. Wir produzieren ein mehr Sauerstoff und Wasser, so viel wie wir brauchen. Okay. Ich habe mir gedacht, da müsste jetzt mehr sein. Da kommen Gesteinsabfälle raus, okay. Das heißt, ich brauche hier ein Lager. Am besten hierher. Da liegen auch überall Steinsabfälle. Kann ich, keine Ahnung, kann ich hier Gesteinsabfälle machen? Kann man mit Gesteinsabfällen irgendwann was machen? Ferngesteuerter Transporter. Route. Von hier. Gesteinsabfälle. Also noch einmal. Eine Route von hier, Steinsabfälle, hierher. Da kommt er. Gut, damit sollte das dann eigentlich im Griff sein, hoffentlich. Hört auf, das jetzt darüber zu transportieren. Hier ist die Wunschmenge auf Max. Und hier auch auf Max. Ja, ihr habt es natürlich auch richtig geschrieben. Ich sollte die Raumschiffe nie zu nah an den Kuppeln landen lassen, weil es macht Schaden. Ja, da habt ihr natürlich recht. Wie immer. Müssen wir mehr drauf aufpassen. So, wie schaut es denn jetzt aus mit der Erkundung? Okay, die sind da noch voll dabei. Haben wir hier irgendwas? Hier hätten wir Metalle unterirdisch. Edelmetalle. Was haben wir da? Was ist das? Achso, Beton. Okay. Wasser. Okay, okay, okay. Das heißt, eine Kuppel wäre sinnvoll da drüben irgendwo. So, wie schaut sie jetzt aus? Wir haben 32 Strom plus. Wieso haben wir bei der Lebenserhaltung kein Plus? Müsste doch eigentlich. Feuchtigkeitsvaporator erzeugt eines. Erzeugt eines. Erzeugt 0,6. Warum? Achso, wegen mangelnder Nachfrage. Ach so, okay. Könnte aber noch 3,4 mehr produzieren. Dann passt's. Sauerstoff ist die. Ist da das Maux. Wo ist es? Da, das Moxie. Da könnte man eventuell noch eins dazu bauen.
Das wäre dann wahrscheinlich hier. Moxie. Guck mal hier, Bouncer. Gut. Achso, wir haben auch die maximale Menge an Wasser gespeichert. Ist okay. Sehr gut. Gut, dann könnten wir jetzt anfangen eigentlich. Wie wäre es mit noch mehr Wasser speichern? Wir haben 500 Wasser. Nein, das reicht. So, wir haben eine Firma mit. Und zwar haben wir... Ne, Moment, zuerst. Zuallererst. Treibstoffraffinerie haben wir stehen. Wo steht die? Treibstoff. Das da, oder? Genau. Hier haben wir die Treibstoffraffinerie. Hier wird der Treibstoff gelagert. Sehr gut. Haben wir nicht eine Polymer? Ach, die haben wir schon gebaut. Die ist auch schon am Arbeiten. Da arbeiten momentan 3 von 6. Die bräuchten Ingenieure. Haben wir hier irgendwo Ingenieure, die man nicht Bewohner untersuchen? So, ich suche Ingenieure. Hier ist keiner drinnen. Da ist einer. Ingenieur, genau. Kann ich diese Dame hier auswählen? Arbeitsplatz Polymerfabrik. Okay, die arbeitet da. Ich bräuchte also ganz dringend Ingenieure. Geht doch irgendwie, wie viel ich produziere. Eines. Ich produziere eins. Okay. Weil mir Arbeiter fehlen. Was wäre denn jetzt, wenn ich anfange und sage... Naja, dann habe ich das Problem, dass sie immer nur eine Kuppel weitergehen. Unterirdisches Edelmetallvorkommen, das heißt... Zu weit von Kuppeln entfernt. Wenn ich also zuerst eine Kuppel baue. In etwa hier. Ich mache jetzt mal kurz Pause. Und dann sagen würde, ein Metallextraktor nimmt das noch nicht an, weil die nicht verbunden sind. Okay. Würde ein Tunnel... Da war er. Würde das gehen? So? Nein, ist zu lang. Wäre zu lang. Das wäre zu weit. Das heißt, ich bräuchte...
Das hier könnte ich noch bauen, die Maschinenfabrik. Braucht aber auch 15 Arbeiter. Es ändert nichts uns vielen Arbeiter. Ganz dringend Arbeiter. Könnte ich da noch mal Kuppel ist das... Nein, das ist noch nicht die. Ich habe doch in der Forschung aufgegeben. Kuppel Bioscaping. Wohnorte innerhalb von Stadtkuppeln, Mikrokuppeln. Da ist das Hai. Okay, da kommt es. Wie schaut's denn mit der Forschung aus? Mach mal ruhig Play. Die Forschung haben wir hier. Da arbeiten im Moment 5 Leute. Es arbeiten... nur Spezialisten hier. Hier und hier arbeiten auch nur Spezialisten. Eine aktive Arbeitsschicht, ja, das ist okay. Hier wohnt ein Kind. Könnten wir hier auch noch eine Kindertagesstätte bauen? Ja. Ey, warte mal, gleich da daneben. Elektronikladen, Lebensmittelgeschäft, ist alles okay. Gut, wie schaut's aus da oben mit den Steinen? Sagt's mal, ihr Drohnen, das soll doch der Große da machen. So, wie geht's meiner Polymerfabrik? Ah, es wird schon 1,1 produziert, okay. Tada, tadam. Das hier ist fast voll, okay. Nahrung haben wir mehr als genug. Das heißt, wir können das hier mal ändern. Ändern wir mal kurz daher. Was haben wir da? Algen. Optimale Ernte 2. Verringert den Sauerstoffgebrauch. Okay. Und hier, würde ich sagen, wechseln wir auf die Kernpflanzen. Sagt, Essen haben wir mehr als genug im Moment. Wir produzieren 2, 6 werden verbraucht, ist okay. Aber wir haben noch jede Menge Vorrat. Kindertagesstätte hier ist auch gebaut. Bräuchte mehr Arbeiter. Soll ich mir doch noch ein Raumschiff holen mit Arbeitern? Wie viele freie Wohnungen haben wir? 8. Ich bräuchte Ingenieure. Zeig mir mal bitte alle Ingenieure an. Senior, so leid es mir tut, nein. Im mittleren Alter, nein. Erwachsener.
Im mittleren Alter wäre okay. Jugendlicher. Alkoholiker. Der war, glaube ich, ganz gut. Der klingt gut. Klingt gut. Im mittleren Alter. Erwachsener. So, was haben wir da noch? Männlich. Mittleren Alter, Erwachsener. Haben wir vielleicht noch einen Jugendlichen? Das heißt, wir hätten 5 Ingenieure. Gut, und wenn ich jetzt sehen möchte. Geologen. Mittleren Alter, Erwachsen. Erwachsen. Sind aber fast alle männlich. Nee, Einzelgänger muss nicht sein. Meint ihr nicht auch irgendwas Weibliches? Hippie, gut. Von mir aus. Ah, das klingt gut. Wie viel haben wir jetzt? 10. Und wenn wir dann noch sagen, ich bräuchte 2 Botaniker oder 2 Mediziner. Machen wir das mal so. Erwachsene männlich und weiblich, aber Alkoholikerin. Okay. Botaniker. Ein Jugendlicher und Mediziner suchen wir jetzt auch, wenn es geht, nur einen Jugendlichen. Männlich. Erwachsen. Okay, das waren die schon. Zwölf Leute haben wir. Das ist okay. Ich möchte. Oh. Kann ich das hier versetzen? Nein. Mist. Ich brauche ja für die Wohnungen einen ganzen Sektor. Apartments. Ja, habe ich vor. Dann warten wir jetzt auf das Raumschiff. Im Moment läuft alles gut. Ja gut. 30%, das dauert also noch. Wie schaut es da drüben aus? Die sind. Das hier ist fast voll. Und das hier auch bald gut. Prozent ist okay. Ja, da oben würde ich gerne hin. Könnten wir nicht in einer Kuppel an, weil ich immer Tunnel raus brauche.
Das ist doch doof. Aber wir könnten hier eine Vergnügungskuppel machen. Und hier drei Wohnkuppeln quasi. Würde das gehen? Gute Frage. Was sagt denn jetzt die Forschung? Ja, dauert noch. Was ist das hier? Maschinendepot. Ein Gebäude hat kurz nicht funktioniert, egal. Strommäßig sieht es noch gut aus. Sieht eigentlich alles gut aus. 100%. So, dann würde ich sagen, landen. In ausreichender Entfernung hoffentlich. So, langsamer. Da kommen sie. Gehen hoffentlich jetzt dann direkt an ihre Arbeitsplätze. Das Schiff wird entladen, das ist okay. Dauert zwar so eine Weile, aber egal. Gut. Okay, damit produzieren wir 5 Polymere, das wäre cool. Moment, bevor wir das aber so angehen, ja. Ach, da kann nur eine Schicht arbeiten, okay. Hier fehlt immer noch ein Botaniker. Hier hätten wir noch einen freien Job. Hier können mehr Leute arbeiten. Ebenen ja nur mal frei, was theoretisch möglich wäre. In der Schule ist okay. So, wie schaut es jetzt aus? Freie Wohnplätze 10. Wie schaut es mit Jobs aus? 7 freie Arbeitsplätze, 19 deaktiviert. Okay. Was ist denn da unten? Geologen. Ja, die Geologen brauche ich, glaube ich, hier. Genau. Mehr Eisen brauche ich da gerade nicht. Die wird zum einen beladen. Sammeln wir mal Nahrung. Ein nicht funktionierendes Gebäude, weil der Lagerraum voll ist. Ja. Dann habe ich jetzt tatsächlich Arbeitslose. Ich habe immer noch Arbeitslose. Jetzt haben wir keinen Arbeitslosen mehr. Gut.
Metall brauchen wir einfach gerade nicht. Polymer wird mehr, das ist okay. Aber ich habe doch... Moment, dann haben wir jetzt doch das Gegenmittel. Das verbraucht Strom und das haben wir noch nicht, das hier. 50 Strom. Das muss in einer Kuppel gebaut werden. Ernsthaft? Ja, super. Kann ich die Schule darüber setzen? Könnte ich hier eine Kuppel wegbauen? Was soll ich da drüben dann bauen? Im Prinzip bräuchte ich ja alles, was ich da unten habe. Die Nahrung bringst du mal darüber. Ihr betankt das Schiff gerade, das ist okay. So, ich brauche eine neue Kuppel. Eine alternative kleine Kuppel, die zwar mehr Raum bietet, aber keinen Platz für eine Spitze hat. Das ökonomische Kuppeldesign bietet nur sehr wenig Wohnraum und hat keinen Platz für eine Spitze. Hm. Sieht das aus? Ich weiß es nicht. Wenn ich das so baue. Und dann versuche, das hier zu bauen. So weit von Kuppeln entfernt. Okay. Dann brauche ich Strom. Nee, warte, schauen wir zuerst noch ein Wasser. Rohre. Das geht, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Könnte ich dann sagen, hier wohnen und hier wohnen und hier ist alles Vergnügungsdings? Müsste doch gehen.
brauche auf jeden Fall dann gleich wieder Strom. Also wenn ich eins weiß, dann, dass das Ganze sehr energiehungrig ist. So. Danach bräuchte ich einen Durchgang. Gierende Objekte, okay. Ah, da könnte ich auch auswählen, okay. Also so wird es eventuell auch gehen. Dann könnte ich es aber doch auch so bauen. Kuppel-Bioskipping ist fertig, sehr gut. Oh, aber nicht mehr in der Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ihr wollt, morgen wieder. Entweder ich versammle die Kolonie jetzt dann bald ganz, oder wir werden ein bisschen umbauen. Bin mir noch nicht so einig, was es wird. Also, bis morgen. Tschüss.